Nächster Redner hat das Wort, der Kollege Klaus Stöber, AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, ich komme zunächst erstmal zur Analyse des CDU-Antrags. Sie haben ja die Überschrift gewählt, der Wirtschaftsstandort Deutschland hat in den letzten 10 Jahren an Attraktivität verloren. Das kann man natürlich auch noch wesentlich konkreter machen. Sie haben es ja gesagt, wir sind das einzige Industrieland mit einem negativen Wachstum. Wir haben 125 Milliarden Nettokapitalabfluss in Deutschland. Das heißt also, 125 Milliarden wurden mehr von deutschen Unternehmen ins Ausland investiert als in Deutschland selbst. Wir haben die Situation, dass immer mehr Unternehmen Deutschland verlassen. Laut Umfragen des BDI planen ungefähr ein Drittel aller Unternehmen ab einer bestimmten Größe Deutschland den Standort zu verlassen, teilweise oder ganz. Einige Beispiele: Bosch baut da 3000 Stellen ab und verlagert diese nach Polen. Miele verlagert 700 Stellen nach Polen. BASF verlagert 3000 Stellen nach China. Continental streicht 800 Stellen. ZF plant einen Stellenabbau von 12.000 Arbeitsplätzen. Und am besten ist es ja mal, wenn man es direkt vor der Haustür hat, bei mir am Nachbarort Porderode, sind allein im letzten halben Jahr 2000 Industriearbeitsplätze abgebaut worden. Und das in einer Gemeinde mit 6000 Einwohnern. Da kann ich Ihnen, denke ich mal, kann sich jeder vorstellen, was das für Auswirkungen auf die Region hat. Aber es sind nicht nur die Steuersätze oder die Steuergesetze, die Unternehmen hier in Deutschland abschrecken. Es ist natürlich auch vieles andere. Es sind die Energie- und Kraftstoffpreise, die auch schon hier angesprochen wurden. Es ist die schlechte Digitalisierung. Wir stehen beim Internet in vielen Regionen hinter Afrika. Dann der Bürokratie-Monster hier in Deutschland, was viele Unternehmen auch abschreckt. Und natürlich auch der Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel hier in Deutschland ist enorm. Und die Vorschläge, die hier immer von der linken Fraktion kommen, die sind ja nicht tauglich. Ich würde Ihnen einfach mal empfehlen, fahren Sie doch mal nach Australien. Ich war mit Ihrer Kollegin Phyllis Polat ja vor einem Jahr ungefähr in Australien. Da waren wir auch im Migrationsministerium. Und da wurde uns mal erzählt, wie dort Migration funktioniert. Ja? Flüchtlinge werden maximal 20.000 im Jahr aufgenommen. Ja? Bootsflüchtlinge landen in Nauru. Das muss man nicht gut finden, aber Australien macht es so. Ja? Und Arbeitskräfte werden, ich habe da gar keine Ahnung, Arbeitskräfte werden zielgerichtet angeworben. Nicht so wie hier, dass man einfach mal 1 Million reinlässt und guckt dann, wenn man vielleicht 100.000 findet, die irgendwo im Arbeitsmarkt untergebracht werden sollen. Nein, wer nach Australien kommt, muss fließend Englisch sprechen können und muss natürlich auch einen entsprechenden Beruf haben, der dort gebraucht wird. Ja? Aber dieser Fachkräftemangel haben wir ja nicht nur Industrie und Handwerk, den haben wir ja auch hier im Bundestag. Ja, im Bundestag, wenn ich mir die Biografien einiger Abgeordneten hier, was noch SPD und den Grünen anschaue, das ist ja erbärmlich, ja, sich hier reinzusetzen und anderen Leuten vorzuschreiben, welche Autos sie zu fahren haben, was sie für eine Heizung zu betreiben haben, wenn sie selbst noch nicht mal einen Berufsabschluss haben. Das ist ja sowas von lächerlich. Ja. Und früher war Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist jetzt Deutschland. Hier kann man im Bundestag ohne Berufsabschluss im Bundestag einziehen. Man kann Bundestagsvizepräsidentin werden. Man kann Parteivorsitzende werden. Man kann Generalsekretär werden. Alles bei Ihnen in der SPD und Grünen. Ganz toll. Kommen wir zu den Steuersätzen. Ja, Herr Künstler hat es ja schon mal angesprochen. Wir sind mit 30%. Wenn Sie das nicht hören wollen, regen Sie ja nicht auf. In einem Jahr sind Sie eh nicht mehr alle da. Das ist doch sowieso erledigt bei Ihrer Fraktion. Wir wollen es doch gar nicht aufnehmen. Herr Kollege Stöber, kommt nicht zur Sache. Wir haben Steuersätze von 30% in Deutschland. Herr Künstler hat es gesagt. Allein in Europa sind die Steuersätze deutlich niedriger. Ungarn mit 9%, Holland mit 12%, Polen und Tschechien mit 15%. Unser Nachbarland Frankreich, wurde gerade erwähnt, hat seine Steuersätze nochmal reduziert auf 25%. Wir sind also der Spitzenreiter in Europa. Und das ist natürlich auch schon Standortfaktor. Und ich sage jetzt mal zu Ihren Forderungen. Ja. Eine Forderung fand ich besonders interessant, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Ich weiß nicht, ob Sie noch sich noch daran erinnern können. Ich glaube, am 5. Juni war es erst, war das hier in der Debatte. Wir hatten einen Antrag gestellt zur Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Es gab, glaube ich, sogar eine namentliche Abstimmung. Ich habe heute nochmal nachgeschaut. Ich glaube, nicht ein einziger Abgeordneter aus Ihrer Fraktion hat diesen Antrag zugestimmt. Warum Sie das jetzt wieder auf Ihre Agenda nehmen, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ansonsten, Ihre Forderung,
haben den Mangel, dass sie sich eben nur in dem bisherigen System bewegen. Das heißt also, da ein bisschen Doppelabschreibung, da ein bisschen mehr Verlustdruck drauf, da ein bisschen mehr Bürokratieabbau. Eine Steuerreform ist das beim besten Willen nicht. Eine Unternehmenssteuerreform stelle ich mir anders vor. Ich kann Ihnen mal ein paar Stichpunkte sagen, was wir Unternehmenssteuerreform verstehen, zum Beispiel die Abschaffung der Gewerbesteuer, die es nur in Deutschland gibt. Ja? Dann eine rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung. Das heißt also, unabhängig davon, ob ich ein Einzelunternehmen, eine GmbH oder eine Personengesellschaft habe, ich habe eine einheitliche Unternehmenssteuer. Und wir wollen einen Staffeltarif einführen. Das heißt, wir wollen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen entlasten mit differenzierten Steuersätzen. Das heißt, kleine Unternehmen bezahlen weniger Steuern als große Unternehmen. Das ist, denke ich mal, auch gerecht. Nein, wir haben Sie gesagt, die Rechtsformen sind legal. Sie verstehen, Herr Schmidt. Ich kann Ihnen das nochmal im persönlichen Gespräch gerne mal erklären, wenn Sie das möchten, aber ich glaube, hier ist der falsche Platz dafür. Ja? Wir wollen natürlich die Kommunen für die Auswahl der Gewerbesteuer entlasten, indem sie im Prinzip einen Aufschlag auf die Unternehmenssteuer erhalten, natürlich auch einen höheren Anteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer. Das wird Ihnen auch weiterhelfen. Und wir wollen auch bei der Umsatzsteuer, insbesondere für Kleinunternehmer, also für Existenzgründer, die Kleinunternehmergrenze begrenzt von 22.000 auf 50.000 erhöhen, damit sie im Ziel von Bürokratie entlastet werden. Und ein letztes Wort, Herr Lindner, Sie sind ja heute auch da. Ich sage Ihnen mal eins, Sie sind einer von den Ministern, die ich als besonders kompetent einschätze im Vergleich zu Ihren Kollegen. Ja, aber Sie sehen ja in den Umfragen, in der Situation in der Land, dass Sie mit Ihren Gesetzen, Gesetzesentwurf auch bei der Bevölkerung nicht ankommen. Selbst wirklich positive Gesetze wie das Zukunftsfinanzierungsgesetz, was wir als AfD ja auch zugestimmt haben, das kommt bei der Bevölkerung nicht an. Sie werden hier mit diesen Ihren Kollegen von der rot-grünen Ampel mitgezogen. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn Sie Ihre Partei retten wollen, nehmen Sie das Beispiel von 1982 und sprechen Sie dem Bundeskanzler das Misstrauen aus. Vielen Dank.